So, hey, willkommen zu meiner Top 5 der besten Waffen des Cycle. Für Platz 5 habe ich mich für das C32 Rapid-T-Gewehr von ICA entschieden. Einfach aufgrund dessen, dass es 280 Schaden macht, eine ziemlich gute DPS hat, nämlich 243, einen geringen Bullet Drop, ich würde sagen sogar für die ganzen Waffen, die Bullet Drop haben, hat diese hier das geringste. Sie hat eine sehr kurze Kugel-Travel-Time und sie hat einen sehr hohen Schwachstellenschaden von 200%. Dazu noch ein Schussintervall von 1,15 Sekunden und sie hat die höchste Reichweite aller Scharfschützengewehre mit 11.700 Meter. Auf Platz 4 setze ich die ICA Kinetik-Schlichte. Einfach aufgrund dessen, dass sie sehr viel Schaden macht, nämlich mit 345 pro Schuss und eine DPS von 230 hat. Sie hat eine sehr gute Reichweite, nämlich 10.450 Meter. Das ist nur etwas weniger als das Rapid-T-Gewehr. Die Nachteile hierbei sind, dass... Das ist auch der Grund, warum ich sie auf Platz 4 lege, ist, dass sie einen starken Bullet Drop hat, also einen wirklich sehr starken Bullet Drop, und dass sie eine sehr lange Kugel Travel Time heißt. Das heißt, wenn man auf den Gegner schießt, muss man wirklich ordentlich vorauszielen und dann noch in der passenden Höhe, dass die Kugel überhaupt ankommt. Dafür hat sie einen sehr guten Schwachstellenschaden, nämlich von 200%. Außerdem hat sie einen Schussintervall von 1,5 Sekunden. Und das Beste an ihr ist, sie sorgt dafür, dass Gegner Rackdown-mäßig richtig weit wegfliegen. Also förmlich durch die gesamte Map. Das Tolle ist, man kann ihr ein paar Upgrades geben. Zum Beispiel, dass sie die Großkaliber-Magnetschiene oder die Kleinkaliber-Magnetschiene, dass entweder die Schüsse mehr Schaden machen, dafür langsamer fliegen, oder dass die Schüsse viel schneller fliegen, aber dafür weniger Schaden machen. Natürlich gibt es da noch ein paar andere Sachen, je nachdem, wie ihr euren Spielstil anpassen wollt. Ebenso gibt es ein paar verschiedene Scopes. Wobei ich hierbei das aerodynamische Zielfernrohr bevorzuge. Einfach weil ich den schnell reinscope und die anderen etwas zu heavy sind, würde ich sagen. Mit ihrer Zoom-Stufe. Und ansonsten gibt es ein paar Kleinigkeiten, ein paar coole Sachen wie die Aura-Bolzen, die aber meiner Meinung nach sich gar nicht mal so sehr lohnen. Deshalb würde ich einen erweiterten Behälter bevorzugen, weil ich dann einfach ein paar Schuss mehr habe. Auf meinem Platz 3 befindet sich die Osiris Manticore. Sie überzeugt mit einer hohen Feuerrate und einer sehr hohen Stabilität, also wirklich eine sehr, sehr hohe Stabilität. Das bedeutet, man kann einfach die ganze Zeit ohne Probleme auf den Gegner zielen, ohne dass es irgendwie ein Problem ist, dass die Waffe verzieht oder ein Druckschuss so hoch ist, dass man verfehlen würde. Sie besitzt dabei einen sehr geringen Damage-Fall-Off und sie besitzt die höchste Reichweite aller Stummgewehre, was es einfach macht, die Gegner über die Distanz zu bekämpfen, dadurch, dass sie halt aufgrund der hohen Stabilität sowieso nicht daneben schießen. Sie besitzt einen moderaten Schaden, welcher vergleichbar mit den anderen Waffen ist, nämlich bei 54 und eine DPS von 360. Außerdem hat sie einen Schwachstellenschaden von 150%. Bevorzuge die Manticore einfach aufgrund dessen, dass sie halt eine so unglaublich hohe Stabilität hat und dass sie aufgrund dessen halt es wirklich einfach macht, die Gegner zu treffen, während dem so ein voltaischer Rolling oder eine ICA-Garantie wirklich stark verziehen. Und außerdem lässt sie sich relativ schnell nachladen und ebenso relativ schnell ausrüsten. Ebenso kann man die Manticore mit Hilfe des Schnellerswerfers so anpassen, dass sie eine erheblich höhere Feuerrate hat, aber dafür eine große Menge an Stabilität einbüßt. Ebenso kann man mit Hilfe der schweren Fallgeschosse den Schaden dieser Waffe erheblich erhöhen, muss dafür aber eine ganze Menge an Feuerrate und auch an Geschossgeschwindigkeit einbüßen, was bedeutet, dass die Waffe viel langsamer feuert und ebenso die Kugeln weniger weit fliegen bzw. einen viel stärkeren Bullet Drop erleiden. Auf Platz 2 ist die Basilisk von Osiris. Dieses Scharfschützengewehr überzeugt mit einer sehr hohen Feuerrate, nämlich der höchsten Feuerrate von allen anderen Scharfschützengewehren, mit dem Schussintervall von 0,85 Sekunden. Sie macht pro Schuss 225 Schaden und hat eine DPS von 265, aber auch nur einen Schwachstellenschaden von 130%. Jetzt wird man sich fragen, wieso sollte man diese Waffe verwenden? Sie macht doch wesentlich weniger Schaden als alle anderen. Aber es geht darum. Die wichtigste Eigenschaft dieser Waffe für mich ist, dass sie Hitscan ist. Es bedeutet, in dem Moment, wo ich abdrücke, in dem Moment kommt die Kugel an, ohne Bullet Drop, ohne irgendwas. Dies bedeutet, sobald ich den Gegner sehe und mein Fadenkreuz habe und abdrücke, kriegen sie diesen Schaden. Es ist wesentlich schwieriger, mit der Kinetik schlichter etwas zu treffen, da bei dieser die Kugel erst einmal fliegen muss und ankommen und das Ziel ebenso noch treffen. Und dabei muss noch der Bullet Drop und die Zeit mit beeinrechnet werden, die sie braucht, um den Gegner zu treffen. Dies macht die Basilisk einfach zu der meiner Meinung nach besten Sniper Rifle in diesem Spiel, da sie einfach aufgrund dessen wesentlich einfacher zu spielen ist. Und da sie eine wesentlich höhere Trefferquote hat im Vergleich zu allen anderen Waffen, da man mit ihr sofort treffen kann. Das heißt, mit der kinetischen Stichte wird man wesentlich häufiger daneben schießen. Natürlich, es gibt sicherlich Leute, die treffen jeden Schuss. Aber die Basilisk macht das einfach allgemein besser und deshalb ist sie auch meine Lieblingswaffe. Und auf jeden Fall diese hohe Feuerrate macht es auch wesentlich angenehmer. Sie besitzt einen moderaten Damage Fall-Off, was aber eigentlich in Ordnung ist, da man sie eher auf mittelhohe Distanz verwendet. Ebenso kann man sie mit Hilfe von dem Kondensator verstärken, dass sie 281 Schaden macht, beziehungsweise man kann sie mit der schweren Bauweise einfach schneller schießen lassen. Eine hohe Stabilität ist in diesem Spiel zu bevorzugen, meiner Meinung nach, weil es wirklich viel hilft. Also ebenso gibt es so ein paar Sachen wie die Fraktalbatterien oder die Kettenreaktion, welche ganz cool sind, also ganz gimmicky sind, aber irgendwie nicht so wirklich viel bringen. Zum Beispiel mit der Kettenreaktion treffen mehrere Gegner blitzartig oder die Fraktalbatterie, dann feuert sie 3 Schüsse gleichzeitig. Ja, dafür ist sie dann nicht mehr in der Distanz so wirklich zu gebrauchen. Und nun zur Top 1. Das war die ASP-Fallpistole von Osiris. Irgendwie ist die
diese ganze Auflistung von mir ziemlich Osiris belastet, aber es liegt einfach daran, dass die Waffen von ihnen, zumindest für mich, die besten sind. Die ASP5-Pistole überzeugt durch ihre hohe Feuerrate und ihren geringen Damage-Vorlauf. Des Weiteren lässt sie sich sehr schnell nachladen und besitzt eine sehr hohe Stabilität, zumindest verglichen mit anderen Maschinenpistolen, und deshalb macht sie es ziemlich einfach, den Gegner zu treffen. Sie verursacht 35 Schaden pro Schuss und hat einen DPS von 350. Obwohl die ASP5-Pistole die einzige 200er Waffe in diesem Ranking ist, muss ich sagen, ist sie die von mir am meisten verwendete, dadurch, dass sie halt einfach zu bekommen ist. Und ebenso ist sie wahrscheinlich die Waffe, mit der ich am meisten Kills gemacht habe, beziehungsweise die ich am effektivsten verwenden konnte. Einfach aufgrund dessen, dass man sie halt häufig hat und dass sie halt für ihren geringen Preis einfach so ein großes Potenzial hat. Denn sie lässt sich über mittlere Distanz verwenden, da sie einen geringen Damage-Vorlauf hat, während dem zum Beispiel die S76 PDW schon nach wenigen Metern einen erheblichen Teil ihres Schadens einbüßen muss. Ebenso lässt sich die ASP5-Pistole mit Hilfe des schnellen Werfers auf direkten Nahkampf auslegen, da sie dadurch wesentlich mehr Geschosse pro Minute abfeuert. Außerdem kann sie mit Hilfe von durchbohrenden Nadeln sehr gut dazu genutzt werden, Gegnermassen zu töten. Oder etwas, das ich neu entdeckt habe, mit Hilfe der Treibladungsfallgeschosse lässt sie sich super auf eine recht große Distanz verwenden, da sie hierdurch eine ganze Menge an Stabilität hinzubekommen und ebenso die Geschosse wesentlich schneller fliegen. Deshalb büßt sie etwas an Feuerrate ein. Das war ein Top 5 der besten Waffen in The Cycle. Schreibt doch eure Meinung dazu. Was würdet ihr austauschen? Welche Waffe findet ihr besser? Wo würdet ihr das kritisieren? Ich freue mich, eure Meinung zu hören. Und schaut doch auch gerne bei meinen The Cycle Displays vorbei. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!